Heute erfährst du alles über Raum- und Bauakustik. Herzlich willkommen zu Delamar, dem Fachmagazin für Musiker. Mein Name ist Marc Weißenberger und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bau- und Raumakustik. Dazu haben wir das große Glück, dass wir gerade im Abbey Road Institute in Frankfurt sind. Und hier wird gerade ein komplettes Studio von Null aufgebaut. Dazu haben wir drei Experten am Start, die alle in dieses Projekt involviert sind. Das wären zum einen der Bauherr in Verantwortung Uli Schiller. Hallo. Dann den Akustikplaner Jochen Veit von JV Acoustics. Hallo. Und den Trockenbauer, Akustikbauer, Brandschutzexperten und ausführender Gewerker Bernd Meisel. Hallo. Wie all diese drei Leute nun zusammenkommen und interagieren, um ein top ausgestattetes Studio zu bauen, das erfahrt ihr jetzt im Video. Uli, du bist als Bauherr in Verantwortung derjenige, der dieses Projekt quasi an den Start gebracht hat. Erstmal, was ist das Abbey Road Institut hier in Frankfurt und wie kam es dazu, dass ihr jetzt im Endeffekt hier dabei seid, ein komplettes Studio zu bauen? Also Abbey Road Institute ist erstmal eine Schule. Wir bilden Leute aus, junge Leute aus, die hier Tontechnik lernen können, die Sounddesign lernen können und ist eine Kooperation mit den Abbey Road Studios in London. Und über den Abbey Road Studios in London steht Universal Music. Und die Idee ist halt, eine professionelle Ausbildung zu bieten auf dem Gebiet der Studiotechnik und der Musik und des Sounddesigns. Das bedeutet also, dass die Tonstudios, die hier eingerichtet werden, Schulungsstudios auch sind? Das sind Schulungsstudios, definitiv, ja. Dementsprechend gibt es Anforderungen, die sicherlich einerseits von Abbey Road vorgegeben werden und andererseits auch spezielle Anforderungen für Schulungsstudios. Das ist ja nicht wie ein normales Tonstudio, da müssen ja ein paar andere Sachen mit berücksichtigt werden. Ganz genau. Abbey Road Studios hat ja eine langjährige Tradition, gegründet im Jahre 1930 mit vielen, vielen bekannten Aufnahmen mit namhaften Künstlern. Und es ist so, dass Abbey Road natürlich dann auch die Philosophie, die dahinter steckt, in den Schulen wiedersehen möchte. Und insofern haben wir da ein ganz besonderes Konzept. Und was die Studios selbst betrifft, heißt es auch als Schulungsstudios, dass wir in den Regieräumen beispielsweise eine entsprechende Größe auch benötigen, damit wir eben halt auch mit mehreren Leuten, mit mehreren Studenten dort sitzen können und arbeiten können und entsprechend Platz haben. Das unterscheidet uns dann auch von Regieräumen beispielsweise, die ausschließlich Musikproduktion machen oder andere tontechnische Aufnahmen erledigen, sodass wir eben halt auch mit mehreren Leuten dort arbeiten können. Und das sind eben halt auch besondere Anforderungen hinsichtlich der Planung, die wir dann im Anfang halt anstellen müssen. Planung ist das Stichwort. Irgendwann habt ihr euch entschieden, wir machen hier in Frankfurt ein Abbey Road Institut auf. Und dann denkt man sich normalerweise, ja cool, wir holen uns einfach ein Gebäude und dann bauen wir da was rein. Ich glaube, so hat es schon mal gar nicht angefangen. Wie ging der ganze Prozess bei euch vonstatten? Naja, wir suchen zunächst erstmal ein Gebäude, das für unsere Zwecke geeignet ist, das auch eine entsprechende Lage hat, das man gut erreichen kann, das über öffentliche Verkehrsmittel gut zugänglich ist, das natürlich auch die Anforderungen dahingehend erfüllt, dass, ich sag mal, die äußeren Umstände auch passen, dass wir, ich sage mal, keine großen Störereignisse haben, die da sind, dass wir Nachbarn haben, die mit uns leben können. Wir machen ja auch zuweilen auch laute Musik. Das heißt also, alles das, was wir nachher auch planen, muss in sich stimmig sein, dass wir unsere Nachbarn, die oben drüber zum Beispiel sind, nicht stören. Das alles muss mit bei einer solchen Planung berücksichtigt werden. Und es ist natürlich auch, wenn das Gebäude betrachtet wird, hinsichtlich Statik beispielsweise, all diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, denn wir bringen ja auch gewisse Massen in das Studio hinein. Wir bringen Verkehrswerte rein, vielleicht große Mischpulte, die ein Gewicht von bis zu 800 Kilogramm aufweisen. All diese Dinge müssen natürlich mit berücksichtigt werden, so Deckenbelastbarkeiten entsprechend passend und stimmig sind. Das ist ganz, ganz wichtig und somit gibt es natürlich auch beim Besichtigen von Immobilien von vornherein gegebenenfalls Ausschlusskriterien, wo wir sagen, das geht gar nicht. Ne? Okay, da kommt dann ja eigentlich schon der Jochen ins Spiel, wenn es darum geht zu sagen, okay, hier ist ein Raum, ein Haus, das soll dann für ein Tonstudio ausgebaut werden. Zieht man dich denn dann schon bei der Besichtigung zu Rate und du gehst dann quasi durch das Gebäude und sagst, ja, das können wir machen, das geht nicht, da gibt es Probleme?
Das ist einer der wichtigsten Punkte, denn wenn da ein Fehler passiert, dann hat das meistens massive Folgen. Es ist das Beste, was eigentlich sein kann, dass man einen Spezialisten sozusagen schon dazu holt bei der Auswahl des Gebäudes. Weil es gibt durchaus Fälle, wo man sagen muss, ups, geht nicht. Also ich habe das auch schon im ganz großen Stil mitbekommen, wo große Gebäude gebaut worden sind. Ich nenne jetzt da immer keine Namen. Und plötzlich mehrere Millionen in den Sand gesetzt worden sind, weil dieses Gebäude sich einfach nicht dazu eignet. Ja? Aus statischem Grund. Man kann die Lasten nicht aufbringen. Es ist vielleicht zu aufwendig zu bauen, zu isolieren, weil irgendwelche Eisenbahnstrecken vorbeiführen und so weiter. Also das ist für mich oft nur ein relativ knapper Termin und relativ wenig zu tun. Aber das ist bei solchen Investitionssummen fundamental wichtig. Du hast gerade deine Erfahrungswerte genannt. Kannst du uns kurz ein bisschen was über deine Laufbahn erzählen? Wie kamst du zu deinem Job und was hast du so in den letzten 20 Jahren denn da gemacht? Ja, wenn es nur 20 Jahre wären. Also ich bin in diesem Bereich, also sprich mit Planung im Bereich Akustik, Messungen und alles, was dazu eben gehört, Berechnungen und Design, im Bereich auch vor allem Tonstudio, Filmstudio etc. seit inzwischen, das erste Mal war, ist in 28 Jahre her schon, also eine ganze Weile her. Eigentlich ganz früher war mein Berufswunsch tatsächlich Richtung Toningenieur und Musiker. Beides habe ich auch gemacht, komme aber gleichzeitig von der schulischen Ausbildung aus dem technischen Bereich her und war dort auch tätig. Und das Gute ist, dadurch kenne ich den Platz hinterm Mischpult, den Platz vorm Mischpult. Das Thema Akustik hat mich aber immer mehr interessiert, weil es da immer schon überall Probleme gab. Und so bin ich dort immer weiter rein und bin eigentlich seit diesen 28 Jahren, wenn man mal so sagt, auch immer ständig immer am Lernen. Das ist auch nie ein Prozess, wo man sagt, jetzt ist man perfekt und kann's, sondern ja, ist ein sehr interessanter Job natürlich auch. Und ich bin auch weltweit unterwegs, also es ist nicht nur Deutschland, sondern klar ganz Europa. Ob das nur Schweden ist, Schweiz ist oder sonst wo. Ein bisschen in den Staaten habe ich einige Projekte, New York, Los Angeles. Also im Moment sogar am Hollywood Boulevard, man glaubt es kaum. Genauso wie immer wieder mal in der arabischen Welt oder so. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr viel unterwegs auch. Ja. Welche Studios kannst du denn so nennen, an denen du schon geplant hast? So, oder welche Projekte würdest du denn da so nennen können? Ich habe zum Beispiel die Whistle Lodge Studios in den Niederlanden umgebaut, komplett umgebaut. Das ist ein Projekt, das sehr viel durch die Presse gegangen ist, weil es ein sehr, sehr großes und auch berühmtes Projekt ist. Aber ich bin genauso tätig gewesen schon für Max Martin, für Dr. Luke, für sogar mal für die Scorpions was gemacht. Jetzt vor kurzem für den Florian Schneider von Kraftwerk. Ja, jetzt könnte man natürlich hier ewig weiter erzählen, aber ja. Also du hast also wirklich da genügend Erfahrung, ja, an allen möglichen Ansprüchen, die da auf dich zukommen. Ja. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, Uli, warum du dich mit ihm zusammengesetzt hast, was hier die Abbey Road Geschichte betrifft. Oder wie kamt ihr denn zusammen? Geschichte ist sehr lang. Jochen und ich haben uns kennengelernt auf einer Tonmeistertagung in den 80er Jahren, glaube ich. Wir hatten dort die Gelegenheit, eine Demo-Insel einzurichten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich war damals mit einem jungen Ingenieurteam selbstständig und haben Audio-Messtechnik entwickelt. Und Jochen habe ich als Akustiker dort kennengelernt und seitdem kennen wir uns. Und haben dann eigentlich immer den Kontakt gehalten und viel fachgesimpelt. Und weil auch die Akustik eigentlich so seit frühesten Jahren mein Steckenpferd ist, gibt es da also schon eine sehr lange Verbindung. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, auf das wir uns dann auch beide sehr gefreut haben und stecken mittendrin. Und es ist einfach ungeheuer spannend. Absolut. Sehr viel Spaß. Der Dritte im Bunde ist ja dann der Bernd. Und auch hier gibt es eine persönliche Connection, Bernd und Jochen, ihr beide, ihr arbeitet auch schon sehr lange zusammen. Bernd, wenn du kurz erzählst, was ist dein Beruf und was ist deine Aufgabe in diesem Triumvirat hier? Ja, im Endeffekt mache ich immer den kompletten Innenausbau. Sprich, ich muss das, was in der Theorie geplant und gewünscht ist, in die Tat umsetzen, ja, damit wir dann praktisch dieses Studio stehen haben. Und bist auch dafür verantwortlich, dass alle
akustischen Baumaßnahmen auch so ausgeführt werden, dass es da keine Fehler gibt? Musste ich damit auch auskennen? Wir hatten beispielsweise im Vorgespräch ganz interessant erfahren, wer eine 10 cm lange Schraube durch eine Wand bohrt, kann die komplette Akustik eines Gebäudes damit beeinflussen. Weil, was war nochmal der Grund? Das geht auch noch sehr viel kleiner, ja. Man überträgt einfach den Schall, ja. Und darauf muss man natürlich gerade im Innenausbau immer wieder drauf achten. Man muss seine Monteure da immer beaufsichtigen, weil einfach das Hintergrundwissen nicht da ist. Warum darf ich denn jetzt hier den Dübel nicht setzen? Warum darf ich diese Schraube hier nicht setzen? Ja. Darf ich den Schacht hier nicht bohren? Richtig, zum Beispiel. Genau. Hoch interessant. Okay, fangen wir quasi ganz am Anfang an. Ihr habt euch getroffen, ihr habt zusammen das Gebäude besichtigt und Jochen hat gesagt, da kann man arbeiten. Das gehe ich mal von aus, sonst wären wir jetzt nicht hier. Deine ersten Schritte, die du unternimmst, wenn du ein Gebäude akustisch bearbeitest oder designst quasi, wären denn welche? Ich prüfe erst einmal, was sind Lärmquellen von außen. Wir haben hier zum Beispiel draußen die Trambahn 5 Meter vor den Studios. Das heißt, ich habe Vibrationen, die übertragen werden können ins Studio. Muss mir dann schon mal grob Gedanken machen, was muss ich denn da für Maßnahmen ergreifen, um das in den Griff zu bekommen. Ich gucke mir die Nachbarn an, die gestört werden können. Also nicht nur von außen nach innen, sondern auch die, die wir wiederum stören können. Und mache mir eben einen Gedanken darüber, okay, wenn wir in dieses Gebäude reingehen, dann bedeutet das, dass wir mindestens die und die Maßnahmen ergreifen werden müssen. Das nächste ist natürlich, dass ich mir dann die Nutzlast anschaue. Das heißt, kann ich überhaupt diese Maßnahmen da draufstellen auf dem Boden von dieser Primärstruktur des Gebäudes? Und der nächste Schritt ist, kann ich denn die Anforderungen erfüllen im Sinne von Raumgrößen, Anzahl der Räume? Wie kriege ich das überhaupt hinein, wenn ich ein Gebäude habe, wo ich alle paar Meter eine Stütze drin habe und ich die Räume nicht so anordnen kann, wie ich möchte? Die Räume würden zu schmal werden oder zu klein werden. Dann würde das ein K.O.-Kriterium beispielsweise genauso sein. Ist also quasi zu sagen, dass jeder, der sich damit auseinandersetzt, quasi die vorherrschenden Raumgrößen im Endeffekt immer minimiert. Also du hast 100 Quadratmeter, nach all den baulichen Maßnahmen hast du maximal noch 80. Kann man das sagen, dass ihr das einfach durch die Maßnahmen, die ihr ergreifen müsst, minimiert? Es ist ja nicht mit einem Molltonvorhang getan. Ja, also das ist ein Prozess, der am Anfang schon da ist, dass man sagt, wir haben jetzt, was weiß ich, ich brauche jetzt 3 Tonregien, so und so viele Aufnahmeräume und Kabinen. Dann zählt man sozusagen prozentual nochmal Quadratmeter für die verloren gehen durch raumakustische Maßnahmen, durch die isolierenden Wände, die wir haben. Die muss ich sozusagen draufrechnen und dann natürlich noch Erschließungsflächen, Flure, WCs, all diese Geschichten kommen noch dazu und irgendwann hat man dann eine Quadratmeterzahlen sagt, ich brauche für die Wünsche, die ich habe, mindestens so und so viel Quadratmeter. Gibt es so eine grobe Rechnung, dass du sagst, also wenn ich den nicht mit dem durchschnittlichen Raum, mit dem ich arbeite, verliere ich durch die Schallisolation im Schnitt 10%, 20%, so gibt es da so einen, sagst, also gibt es so einen Verlustschnittmenge, von der du ausgehen kannst, die gehen immer verloren? Ja, unter der Bedingung, dass die Räume geometrisch vernünftig dort hineinpassen. Aha. Weil wenn die Räume vernünftig nicht hineinpassen, dann entstehen plötzlich Fehlflächen und dann verliert man sehr viel mehr. Nehmen wir mal an, das würde sauber reinpassen, dann kann man für die raum- und bauakustischen Maßnahmen durchaus bis zu 10% Verlust rechnen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, wie dick allein jetzt irgendwelche Hauptwände, Vorsatzschalen zur Isolation sind, dann haben wir noch die Raumakustik, also die Absorber obendrauf auch nochmal. Und ruckzuck hat man doch relativ dicke Wände von Stoff zu Stoff, jetzt mal gesprochen, die da tatsächlich verloren gehen. Ja. Du hast ja gerade eben die Bauakustik angesprochen. Also da sind Sachen dabei wie Schallisolationsmaß, Schallemission, Schallemission, Vorsatzschalen, Schallbrücken. Ja. Sehr, sehr viel technisches Begrifflichkeiten, an denen man sich da aufhängen kann. Faktisch sind das ja alles Sachen, die ihr einbauen müsst oder über die ihr euch Gedanken machen müsst. Also Schallemission ist ja jetzt keine Baumaßnahme, es ist ein Fakt, der eintritt.
Misst du dann quasi die Räume vorher aus? Du hast ja gesagt, du machst ja schon mal bei der Begehung eine Messung über Vibrationen. Vibrationen erzeugen Luftbewegungen. Ja. Was sind denn dann die Sachen, die du da teilweise jetzt hier am Abbey Road Institut ganz klar alle schon mal eingeführt hast? Also das Wichtigste ist, ich bekomme vernünftige Baupläne. Also von dem, was vorhanden ist. Weil anhand der kann ich schon mal vorweg die Schalldämmung der Primärstruktur, also dessen, was vorhanden ist, berechnen und kann mir dann überlegen oder errechnen, wie viel zusätzliche Schalldämmung ich benötige, damit ich zum Beispiel die Nachbarn nicht störe, nebendran oder oben drüber. Wenn ich keine vernünftigen Pläne habe oder Unklarheiten sind, dann müssen wir vorher messen. Also einfach eine Messung der vorhandenen Schalldämmung durchführen. Das ist das eine. Das andere ist, was ein bisschen schwieriger ist, wenn man wie hier zum Beispiel den Fall hat, draußen fährt die Trambahn vorbei und ich will wissen, was mir später im Studio drin blüht von dieser Trambahn, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dass ich mit sogenannten Beschleunigungssensoren die Vibration unserer Decken messe und dann sozusagen dann mich hineinrechne in den zukünftigen Raum. Dass ich sage, also was weiß ich, die Decke hat die und die Beschleunigung, das entspricht der und der Schnelle, der und der Luftschallschnelle. Dann werde ich in dem Raum später so und so viel Luftschall haben von dieser Trambahn. Wenn ich jetzt dann noch Maßnahmen ergreife, durch Raum-in-Raum-Bauweise, muss ich das natürlich dann als nächstes mit hinein simulieren, so lang bis der Uli zufrieden ist. Simulierst du denn auch mögliche zusätzliche Störquellen, wie beispielsweise eine Bauarbeiten auf der Straße, Presslufthammer und so weiter? Ich meine, man arbeitet ja hier an der Straße in der Ecke, das ist ja unter Umständen durchaus... Sehr clevere Frage und da muss ich allerdings sagen, dass ich die Kunden darauf hinweisen muss, wenn zum Beispiel nebendran, ich nehme jetzt einen Extremfall, was auch schon öfter war, dass nebendran ein neues Gebäude gebaut wird und die schlagen Spundwände in den Boden ein. Wenn man das berücksichtigen wollen würde, das wäre so aufwendig und so teuer, und dass es einfach überhaupt nicht in Relation steht. Reden wir vom normalen Presslufthammer, der draußen die Straße aufreißt. Also wenn der Presslufthammer direkt davor die Straße aufreißen würde, wären die Erschütterungen zu stark. Wir versuchen natürlich, mein Ziel ist ja nicht nur gegen alles zu isolieren, sondern mein Ziel ist es, meine Aufgabe ist es natürlich, mit so wenig wie Aufwand wie möglich eine Situation zu schaffen, die funktioniert. Also ich rede jetzt auch von Kosten, ne? Dass man versucht, so gut wie möglich im Rahmen zu bleiben und nicht einfach oben drüber schieße. Mhm. Ja? Und Presslufthammer ist ein so unwahrscheinliches Ereignis, und auch so seltenes Ereignis, das mit einzubeziehen, würde definitiv den finanziellen Rahmen massiv sprengen. Denn das verhält sich auch hier leider logarithmisch. Die Kosten die gehen nach oben ohne Ende, wenn man da also weitere 5 oder 10 dB an Schwingungsisolierung haben möchte. Alles klar. Du hast gerade eben das Thema angesprochen, Raum in Raum. Exponentiell nach oben, nicht logisch. Exponentiell nach oben. Also du hast gerade das Thema Raum in Raum angesprochen, dass quasi ein Raum in einen Raum hineingebaut wird. Der Grund dafür, für den Laien, ist welcher? Also wir haben ja eine Primärschale, die uns eine gewisse Schalldämmung zu den umliegenden Räumen gibt. Wenn ich das verbessern möchte, und ich sage jetzt mal, links von mir ist ein Nachbar und den möchte ich schützen vor mir oder umgekehrt. Ja, dann ist es oft so, dass es nicht Sinn macht, ausschließlich das trennende Bauteil zu verbessern, also die gemeinsame Wand, weil ja, wir reden hier von Flanken, weil wir haben ja noch mehrere gemeinsame Bauteile, das heißt eine gemeinsame Längswand, einen gemeinsamen Boden, eine gemeinsame Decke, und diese Flächen übertragen genauso. Das heißt, das trennende Bauteil alleine ist nicht allein verantwortlich. Und irgendwann einmal ist es so gut isoliert, dass es nebendran, schwächste Glied in der Kette bestimmt hat, dann einfach die Schalldämmung. Das heißt, ich muss quasi auch die flankierenden Bauteile alle abdecken. Und ruckzuck hat man quasi dann den Raum in Raum. Das heißt, ich entkoppel die Nachbarwände und Decken, indem ich einen eigenen Raum im Raum baue. Genau, ich stelle quasi einen Raum hinein und versuche, den so gut wie möglich zu entkoppeln, um die Isolation möglichst aufrechtzuerhalten.
Da sind wir jetzt beim Bernd, der das ja realisiert. Und ich habe beispielsweise, und da werden wir vielleicht auch nachher ein bisschen Bilder dazu zeigen, da ist eine Decke, die hängt an Federn, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du dazu kurz was sagen? Wie wird das aufgebaut? Was ist da der Sinn dahinter? Der Sinn ist einfach wieder diese akustische Entkopplung. Das sind tatsächlich Federn, so wie bei einem Stoßdämpfer. Es ist eine Spiralfeder. Jede dieser Federn hat ein bestimmtes Gewicht zu halten. Das muss man halt ausrechnen auf die Quadratmeter, was mir Jochen dann wieder vorgibt. Ja, und diese Decke, man kann es auch vielleicht nachher nochmal anschauen, federt richtig. Also man kann sie 1 Zentimeter nach oben drücken und nach, die federt auch wieder 1 Zentimeter nach unten. Wie sieht es dann mit dem Boden aus? Ist der auch auf Federn? Nein, da sind es nicht direkt Federn. Da ist es ein Elastomer. Im Endeffekt muss man alles federnd lagern. Und das, die größte Schwierigkeit ist eigentlich immer, er will so wenig Dübel wie möglich, ich will so viel Dübel wie möglich. Ja? Weil ich muss ja das Ganze auch zum, stabil bekommen. Ja? Wir reden da von ganz schönen Gewichten, ja? Zum Beispiel Türen. 200 Kilo, ein Türblatt. Das muss ich erstmal irgendwo aufhängen können, wenn ich nichts irgendwo aufhängen darf. Ja? Und das machen natürlich die Erfahrung und die lange Zusammenarbeit macht es dann natürlich aus, um da eine Lösung zu finden. Ja. Das heißt also, dass auch wirklich der ganz normale Dübel in dem Innenraum schon wieder ein Schallemissions- oder Emissionsproblem darstellen könnte? Also das ist tatsächlich so, dass die Außenschale nicht mit der Innenschale, mit einem Dübel im Sinne verbunden ist, sondern jeweils immer dazwischen ein entkoppelndes Element. Wo man sehr aufpassen muss, ist dieses Entkoppeln. Viele denken, naja, wenn das entkoppelt ist, dann hat das keine Übertragung mehr. Null. Ja. Dem ist aber nicht so, sondern das sind immer abgestimmte Resonanzsysteme. Das ist also zum Beispiel am Boden, wir haben ja die Decke und da ist dieses Elastomer, das ist ein federndes Material. Könnte man auch mit Stahlfedern machen. Ist halt noch teurer und aufwendiger, hat auch wieder Vor- und Nachteile. Oder kann auch nur Mineralwolle sein, da liegt eine Bodenplatte drauf. Masse, Feder, Masse mit einer Resonanzfrequenz, die man möglichst tief versucht zu schieben. Wand, die Gipskartonwand, Luft dahinter, Masse, Feder, Masse, Decke. Haben wir auch wieder die Rohdecke, Masse, Feder, die Federn, wo wir gerade gesprochen haben, Masse. Viele vergessen immer, dass da parallel noch das Luftpolster ist. Ja. Ah, das natürlich auch in Schwingung gerät. Das auch eine Steifigkeit hat, die viel höher ist in der Regel, abhängig von der Abhängehöhe, als die Feder eigentlich. Und diese Resonanzfrequenzen von diesem System bestimmen auch mit die Isolationswirkung. Also wir haben hier sehr tief abstimmen müssen wegen dieser Trambahn. Also der Boden ist zum Beispiel abgestimmt auf zwischen 12 und 15 Hertz. Wenn das nicht notwendig gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht mit einem anderen Material gearbeitet, Mineralwolle, dann können wir dann auf 35 Hertz abstimmen und erst deutlich oberhalb dieser Resonanzfrequenz setzt diese Isolation mit steigender Tendenz ein. Du sagst gerade zwischen 12 und 15 Hertz, soweit ich informiert bin, ist der Mensch ja erst ab 30 Hertz ungefähr in der Lage, das zu hören. Bei 12, bei dieser Resonanzfrequenz legt dieses Ding los. Aha. Das heißt, da wird die Isolation quasi schwächer. Da geht es in Resonanz und erst ungefähr eine Oktav höher kann ich von vernünftigen Isolationswerten sprechen. Dann fängt es plötzlich an, Ruhe zu geben, das zweite Bauteil. Ja. Aber man stelle sich vor, wir stellen in einer solchen Situation ein Mikrofon auf und diese Frequenzen werden auch von dem Mikrofon, wenn sie angeregt sind, auch entsprechend aufgenommen. Also Körperschallereignisse beispielsweise und das würde sich dann auch direkt auf die Auslenkung der Membranen auswirken. Das heißt, ich würde das tatsächlich sehen. Deswegen setzen wir ja in solchen Fällen dann auch entsprechende Filter ein. Wenn sowas auftreten sollte, Bühnenboden beispielsweise, da ist das ja auch gegeben. Und insofern spielt das dann schon eine Rolle. Oder noch viel schlimmer, was immer mal wieder schiefgelaufen ist, also zum Glück nicht bei uns, aber bei anderen Geschichten. Die Stahlbetondecken haben ja Resonanzfrequenzen auch im Gebäude. Und diese Anregung über das Erdreich und so weiter, das hat meistens einen Peak um die 30, 35, 40 Hertz.
Jetzt, wenn man auch noch die Resonanzfrequenz von dem Boden und diesen ganzen Maßnahmen da abstimmen würde auf die gleiche, dann würde sich das total aufschwingen, aufbrummen, sagen wir dazu. Das heißt, es wird schlimmer, als es vorher ist. Ah, okay. Und deswegen müssen wir jetzt aufgrund der Trambahn, ausschließlich aufgrund der Trambahn zum Beispiel hier, möglichst weit runter mit der Resonanzfrequenz, dass wir in dem Bereich dieser Eigenresonanzen, der Decken und so weiter, schon einen Schalldämmwert haben, also eine Einfügungsdämmung schon haben. Okay. Also man sieht schon, da wird es dann langsam richtig kribbelig. Ich denke auch, dass es bedarf dann auch eines Ingenieurstudiengangs, was Statik und Berechnung und so weiter, das ist ja wahnsinniger mathematischer Aufwand an Formeln, die du da teilweise an Messdaten verarbeiten musst, um dann zu einem Vorergebnis zu kommen, wie du das da machen willst. Das macht man jetzt nicht nach Gefühl, das ist knallharte Mathematik. Richtig. Ausgezeichnet. Genau. Wir haben natürlich ein anderes Problem und jeder, der draußen oder bei sich zu Hause im Wohnzimmer aufnimmt und dort im Sommer dann aufgrund der Hitze fast da niedergeht, das ist Klima und Lüftung. Nehmen wir an, jeder weiß, eine große Konsole an sich produziert sehr viel Wärme. Das ist die eine Geschichte. Und dann haben wir natürlich, Menschen verbrauchen sehr viel Luft. Du hast gesagt 30 Kubikmeter die Stunde. Ja, man rechnet ungefähr, dass pro Person zwischen 25 und 35 Kubikmeter an Luftbedarf pro Person halt notwendig sind. Und die muss man natürlich auch entsprechend produzieren. Wenn wir in der Schulsituation auch mit mehreren Kursteilnehmern, Studenten in der Regie sitzen, sagen wir mal mit 15 Leuten, dort in der Regie arbeiten, dann muss gewährleistet sein, dass eben halt ausreichend Luft in das System hineingeführt wird, also Frischluft, und natürlich auch wieder abgesaugt wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Aufnahmeräume. Wenn wir mit einem großen Ensemble, mit einer größeren Band arbeiten, einem Big Band oder sonst irgendwas im großen Aufnahmeraum beispielsweise, dann muss das gewährleistet sein. Und dann gibt es natürlich auch wieder ganz besondere Anforderungen, die damit verbunden sind. Das heißt also die Ruhegeräusche, die wir dann festlegen, was wird dann tatsächlich infolge von Luftstrom und einströmender Luft an Störschall produziert, ist das dann entsprechend noch zu tolerieren, ist das dann nicht zu hören, wenn wir die Mikrofone mit einem bestimmten Verstärkungsfaktor aufziehen, das ist dann mit zu berücksichtigen. Das heißt, darüber musst du dir natürlich dann auch Gedanken machen und planst du dann, also das ist jetzt da kommen wir ja wirklich schon in die Aerodynamik hinein. Das sind ja Luftströme, die sich an Kanten brechen, da muss man ja wahnsinnig viel berücksichtigen. Das heißt, du planst auch die Klima- und Temperaturfrage. Ja, wir beraten dort auch und machen die Auslegung diesbezüglich. Also zum Beispiel hier jetzt in diesem speziellen Falle war es so, dass wir uns entscheiden mussten, machen wir eine Vollklimatisierung, also ein Klimagerät, das kühlt und heizt und Frischluft macht und Feuchte macht und alles drum und dran. Oder ob man das irgendwie anders löst. Und man muss sich jetzt zum Beispiel hier vorstellen, wir haben hier in der großen Regie beispielsweise ein Mischpult drin stehen, das allein nur das Pult, das im Raum steht, nicht die Netzteile draußen, sondern nur das im Raum steht, Größenordnung 5 Kilowatt Wärmelast. Dann haben wir noch 10, 12 Leute drin, dann haben wir Lampen noch und Effect-Tracks und was weiß ich was alles. Das heißt, da sind ruckizucki mal 7,5 kW und so weiter beieinander. Das entspricht bei 100 Watt pro Person, wenn man rechnet. Da sind mal eben irgendwie so 75 Leute auf 40 Quadratmeter da drin und dann steigt die Temperatur natürlich immens an. Will ich das alles leise über eine Vollklimatisierung in den Griff bekommen, dann muss ja die Luft langsam einbringen und kann sie nicht unendlich kalt einbringen, sonst wird es sehr unangenehm und zieht, sondern ich muss sehr viel Luft bewegen, ja, und das auch noch leise, um diese Temperatur halten zu können. Das wiederum würde bedeuten große Klimakanäle, Riesenschalldämpfer und so weiter. Und das geht hier nicht aus Platzgründen auch. Wir splitten hier zum Beispiel und machen auf der einen Seite die Frischluftversorgung mit den ganzen Schalldämpfern und allem, mit relativ kleinen, im Verhältnis kleinen Rohren und Schalldämpfern, also Kanälen und Schalldämpfern, und arbeiten zusätzlich mit sogenannten Umluftkühlgeräten, die wir über einen Trick sehr leise bekommen. So. Da kommst du ja aber nicht raus, dass du mir den Trick jetzt nicht nennst. Wie kriege ich sowas leise? Habe ich was gesagt? Es ist auf Kamera. Im Prinzip sind es herkömmliche Umluftkühlgeräte, die wir hier benutzen, als Wandtongeräte.
Wir benutzen allerdings Fabrikate, die schon sehr, sehr leise, also schon sehr hochgezüchtet sind. Und die wir setzen eine Haube quasi oben drüber. Die sieht am Schluss aus wie ein Akustikmodul. Die hat also die Wirkung, auf der einen Seite, auf der Vorderseite als Akustikmodul zu wirken und hat innen drinnen für den Ansaug und den Ausblas zusätzlich noch Schalldämpfer angesetzt. Und dadurch kann ich nochmal 10 dB gewinnen. Und somit komme ich dann, wenn ich nicht gerade auf Stufe 5 von 5 laufe, sondern vielleicht auf Stufe 3, somit komme ich dann in Pegelbereiche, die also in der Tonregie und so weiter nicht mehr hörbar sind. Alles klar, hochinteressant. Schneiden wir dann wieder raus. Nee, das bleibt drin. Ich meine, es ist für den Home Recorder, der sich jetzt beispielsweise sagt, ich stelle mir so eine kleine Elektro-Klimaanlage rein, dass man die akustisch dämmen kann. Beispielsweise, dass man sich da was überlegt und sagt, wir verpacken die Klimaanlage vielleicht in eine kleine Extraschale oder sowas. Das ist ja vielleicht eine Idee. Also es gibt vor allem, muss man jetzt dazu sagen, inzwischen im Split-Bereich Geräte, die sehr, sehr leise sind. Und da ist der Tipp, den man jetzt mal so geben kann, vor allem mal ein Stück weit überzudimensionieren. Nicht, dass ich die ganze Zeit hier Oberkante fahren muss, dass der Ventilator schon mal sehr hoch dreht, sondern dass der schon mal auf einer gemütlichen 2 oder so läuft von 5 oder vielleicht mal auf einer 3. Und die sind dann zum Teil schon so leise, dass sie im Home-Recording-Bereich in der Regie, also im Mischfall oder so, kaum mehr stören. Also guter Tipp, lieber teuer und groß kaufen und leise fahren. Macht noch nicht mal so einen großen Unterschied von den Kosten, witzigerweise. Aha. Okay, also lieber groß kaufen und leise fahren, anstatt auf volle Ladung gehen, weil dann wird es sehr laut. Das ist natürlich ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt gerade über die ganze Ausstattung hier reden, wie sieht es denn mit der Studioausstattung der Abbey Road Institutes aus? Was ist denn eure Ausstattung, mit der ihr arbeitet, und inwieweit hat das auf euch einen Einfluss gehabt, wie ihr das Ganze dann realisieren musstet? Was sind die Anforderungen, die du da quasi mit deinem Equipment reinbringst? Also die Anforderungen sind dahingehend, dass wir beide Welten hier vertreten, einmal die analoge und digitale Welt, und das ist auch in der Tradition von Abbey Road auch mitgefordert, dass wir im Prinzip auch feinste Analogtechnik installieren, aber auch modernste Digitaltechnik, also beide Welten werden vertreten sein, auch hybride Konzepte. Wir fahren hier mit in der digitalen Regie mit einem S6-Pult von Avid, um halt komfortabel Pro Tools steuern zu können. Und damit werden wir auch bei der Software, bei den Softwareprodukten arbeiten wir hier mit Pro Tools von Avid, mit Logic und mit Ableton. Also diese drei Philosophien werden hier im Prinzip geboten. Dann gibt es eine Analogregie mit einem amerikanischen Pult, mit einer API, mit einer 1608 in der 32-Kanal-Version und 500er-Modulen. Also wirklich State-of-the-Art Preamps, die wir da benutzen können, wo man dann auch gut eben halt entsprechend vergleichen kann. Dann wird es Digital Workstations geben, insgesamt 48 Stück hier, ausgestattet mit Apple iMac-Computern und Universal Audio-Plugins und auch der Hardware von Universal Audio. Und es wird eine große Tonregie geben mit einer SSL-Konsole, mit einer analogen Konsole, und zwar eine 72-kanalige 9000K. Nicht zu vergessen, es ist kein Projektstudio. Ihr habt hier auch wirklich vor, mal Big Band oder einen Chor oder so aufzunehmen? Wir möchten uns alle Möglichkeiten offen lassen und eben halt auch alle Arten von Musik aufnehmen zu können und wirklich, ich sag mal, nicht nur den Home-Recording-Fall zu haben, wo wir also vornehmlich oder wo häufig ja auch mit Elektro gearbeitet wird, und das ist auch gut und richtig so, das passiert dort in diesen Größenordnungen absolut gut, und die Produkte hören wir ja auch in der Industrie in Anführungsstrichen, aber wir möchten eben halt auch die gesamte Bandbreite bieten, und solche Studio Konzepte findet man heute sicherlich weniger, aber sie sind dennoch immer im Einsatz. Und wenn wir uns Abbey Road anschauen in London direkt, dann finden wir genau solche Konzepte, und die sind auch nach wie vor gefragt und sind dann auch in der entsprechenden, was den Output betrifft, in der entsprechenden Qualität tatsächlich auch zu hören. Das man darf ja nicht vergessen, es gibt auf YouTube eine ganz tolle Serie von Abbey Road Konzerten, wo berühmte Künstler mit einem riesen Aufgebot an Percussionisten
Background-Sängern und so weiter, das alles live einspielen, da müssen die Räumlichkeiten einfach gegeben sein. Das kann man mal nicht eben so vorproduzieren. Da muss dann entsprechend alles in Balance sein, wie man so schön sagen. Das heißt, wenn ich eine entsprechende Technologie irgendwo hineinstelle, sei es SSL, Neve, API oder Avid, was auch immer, dann muss auch selbstverständlich im selben Atemzug auch die Raumakustik einfach in Balance sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss in sich komplett stimmig sein. Ja. Und das ist, ich sehe das mal wie ein Gesamtkunstwerk. So ein Studio ist für mich auch wie ein Instrumentarium und hat auch wirklich instrumentellen Charakter. Ist für mich wie ein Instrument, das ich spiele. Das fängt also mit dem Raum an, geht über die Konsole hin in der Bedienung. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man hineinguckt in so eine Konsole, was für Grundschaltung und Rauschfreiheit und so weiter. Das kann man wunderbar darüber diskutieren, aber wenn ich in einer Produktion sitze, ist es für mich wichtig, dass ich mit einem solchen Pult spiele wie auf meiner Gitarre. Ja. Und das spielt alles zusammen eine Rolle. Also Raum, Equipment und natürlich, das ist ganz wichtig, der Künstler mit seiner Komposition, mit seinem Arrangement und mit seiner Interpretation. Jochen, dann kommst du ins Spiel. Das heißt, diese ganzen Anforderungen, die er dir jetzt genannt hat, wie wir wollen auch große Aufnahmen machen mit Bands, vielleicht auch mit einem großen Orchester. Wir wollen eine gewisse Komfortabilität haben. Wir wollen mit SSL arbeiten. All diese Faktoren kommen bei dir da rein. Das heißt, bist du bei dieser Planung hier, bei diesem, bei Abbey Road Institute Frankfurt an Grenzen gestoßen, wo du gesagt hast, diese Anforderungen können wir jetzt akustisch nicht erfüllen? Oder sagst du, haben wir alles hingekriegt? Also, wir haben mal zwischendrin einen kleinen Cut gehabt sozusagen, als die Entscheidung für die, darf man schon erzählen, oder? als die Bestückung der Regie 1 in Bezug auf die Konsole nochmal verändert worden ist, und zwar massiv verändert worden ist, und es tatsächlich dann, als die Entscheidung endgültig gefallen ist, man sich dann wirklich nochmal hinsetzen musste und sagen, okay, ich benutze den Begriff, das ist mein Lieblingsbegriff, sind wir noch mit allem in Balance? Also passt alles andere noch zu dieser Regie? Ja, wir haben über Wärmelast gesprochen, wir haben über raumakustische Qualität gesprochen, über Platz, wir brauchen plötzlich einen zusätzlichen Maschinenraum und so weiter und so fort. Und da mussten wir wirklich nochmal den Hacken reinhauen, also die Bremse reinhauen und sozusagen umplanen. Ja, also das war schon eine Geschichte, wo wir dann haben tatsächlich darauf reagieren müssen. Ja. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Maschinenraum, den wir vorher eigentlich gar nicht eingeplant haben, weil einfach die Gegebenheiten nicht erfordert waren. Und jetzt mit einem solchen Pult, da reden wir von einem 19-Zoll-Rack, das 2 Meter hoch ist und voll mit Netzteilen und Computern ist. Dass wir infolgedessen, dass natürlich Ventilatoren mitlaufen, Wärmelasten entstehen, nicht in die Regie reinstellen müssen. Das heißt, es muss in einen extra Raum hinein. Dann sagt man, okay, dann bauen wir halt einen Raum nebendran und dann geht es mal weiter. Wir haben eine ganze Menge Kabeln und Zuleitungen. Klima, das spielt sofort eine Rolle. Dieser Raum muss klimatisiert werden, also braucht man schon mal wieder mehr Leistung vom Klimagerät. Dann müssen die ganzen Zuleitungen, die zu einer solchen Konsole gelegt werden, irgendwo verstaut werden. Und dann wird über Bodenkanäle nachgedacht. Dann werden Konzepte für Bodenkanäle entworfen, wie wir das machen. Wird der Estrich höher gleich gebaut, geht er auf die Rohdecke und all solche Diskussionen gehen dann los. Eine Tonne mehr auf dem Estrich. Ja, genau. Und vor allen Dingen, diese Kabel kommen an und sind mit Harting-Steckern bestückt. Das heißt also große Multipin-Steckverbindungen, die kriege ich nicht durch irgendeine kleine Bohrung vielleicht durch. Und dann muss das Ganze auch noch wieder schallisoliert sein. Also ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie kriege ich das alles realisiert? Wie kriege ich eine solche Konsole dann her, schlussendlich auch in dem Studio installiert? Andersrum, wie sind meine Türbreiten? Wie kriege ich eine 72-Kanal-Konsole zerlegt? In welchen Modulen? Durch welche Türen? All diese Probleme muss man von vornherein mit ins Kalkül zielen, weil sonst hat man unter Umständen alles wunderbar gebaut, es schaut toll aus, die Konsole kommt an, es passt nicht rein, sie geht nicht durch die Tür. Das, Bernd, das sind dann die Momente, wo die Freundschaft auf dem Spiel steht, wenn solche Sachen kommen. Das ist richtig. Du hast den ganzen Raum, wie es dir vorgegeben wurde, wunderbar gebaut, es passt perfekt und dann heißt es, hahaha, wir bauen eine andere Konsole rein, jetzt wird alles anders. Was geht dir da durch den Kopf und was, also erstmal sagst du danke. Richtig, genau. Gehst mal eine Runde um den Block und dann musst du das Ganze neu machen. Das heißt, für dich als Trockenbauer, Akustikbauer ist dann
richtig Alarm angesagt. Ja, also in so einer langen Zeit, wo wir schon zusammenarbeiten, schockt mich da eigentlich schon fast nichts mehr. Ja. es ist immer so, was vorher geplant ist, wird nicht so gebaut. Es wächst eigentlich immer mit der Zeit. Ja. Und Änderungen sind immer mit drin. Und unter anderem war das mit die größte Änderung. Ich sehe das immer von der Seite, machbar ist fast alles. Nur zu was für einem Preis. Und ist der Platz da? Ja, das ist so, auch noch so eine Sache, die wird meistens vergessen, dass da Kabelstränge durch müssen, durch den Boden. Bloß der Boden hat halt nur eine bestimmte, ein bestimmtes Ausmaß und muss dann aber noch Boden bleiben. Ja? Und solche Sachen. Ja. Wie gesagt, das immer in die Praxis umsetzen, das ist dann, ja, wo man dann in der Nacht überlegt, wie könnte ich es denn machen, weil das im Tagesgeschehen gar nicht zu machen ist. Und dann muss man immer noch dazu sehen, wie er es vorhin schon angedeutet hat, man muss die ganze Sache auch noch ins Haus bringen. Ja? Wir reden ja da von Tonnen von Material. Ja? Beton, 70 Tonnen Beton, 50 Tonnen Gipskartonplatten, allein das. Ja? Das muss alles erstmal ins Haus herein. Ja? Das ist das, was ihr hier verbaut habt. 70 Tonnen Beton. Ja. Wie viele Tonnen Gipskarton? Jetzt schon über 50 Tonnen. Ja. Wir reden hier von 120 Tonnen extra Material, was dort eingebaut. 120 Tonnen extra Material, was ihr da rein. Ich möchte ja noch nicht mal über die Materialkosten da nachdenken, aber das ist ja unfassbar, 120 Tonnen da extra reinzupacken. Ja, und besonders schön, wenn du es dann wieder rausreißen darfst, weil der Plan geändert wird. Da bin ich dann in Urlaub. Da bist du dann in Urlaub. Aber das ist faktisch, was passiert. Ja, ne? Faktisch heißt es dann, und dann musst du unter Umständen auch sagen, Leute, wenn wir hier jetzt einen neuen Kanal, einen Kabelkanal legen, dann zerhaut uns die Akustik, weil wir haben das ja so aufgelegt. Ich meine, sicherlich, du planst es ja, mhm. Aber ich glaube, ihr interagiert dann sehr, sehr intensiv miteinander, wo du sagst, ey, langsam, ja, also hochinteressant. Ist ja auch gerade bei der Kabelplanung ein heikles Thema. Meistens sind die Kanäle, die man plant, innerhalb eines bestimmten Zeitbereiches des Betriebes des Studios definitiv zu klein. Also irgendwann kommt die Situation, da sind die Dinger pickepacke voll und man kriegt nichts weiter durchgezogen. Und haben wir dir das nicht erzählt, dass sie dir über die Lauf der Jahre schrumpfen? Genau. Ja, und deswegen haben wir da auch, wohl wissend, dass das eben halt der Fall ist, entsprechend auch Ressourcen eingebaut und eingeplant, damit wir da also später wirklich nicht in die Bedrohung kommen. Also wir möchten uns auch die Möglichkeiten offen lassen, so ein Studio multifunktional zu machen. Und es ist auch so, über die Erfahrung hinweg, über die Jahre hinweg, ein Studio ist ständig im Wandel. Das heißt, man hat also nie eine Endposition erreicht, sondern man hat immer wieder neue Ideen. Die Workflows ändern sich und somit möchte ich natürlich auch, wenn ich die gute Gelegenheit habe, mal von vorne zu planen, auch es so einzuplanen, dass ich nachher wirklich alle Möglichkeiten offen habe für Änderungen. Du hast zwei Dinge vorher erwähnt, dass ihr einerseits diese Kabelkanäle mit Drähten mit Ziehdrähten ausgespannt habt. Zugdrähte heißen die, glaube ich. Zugdrähte ausgestattet hat, wo man quasi dann sagt, wir müssen Kabel ziehen, einfach am Draht dadurch ziehen. Ja, das ist eine ganz normale Technologie, die jeder Elektriker im Prinzip kennt, wenn man Leerrohre irgendwo legt, dass man einen Zugdraht mit reindreht, damit man reinzieht. Das sind so spezielle, etwas steifere Drähte mit einem Kugelkopf oder es gibt verschiedene Köpfe dafür. Die führt man einmal durch, bindet einen Zugdraht mit dran und kann dann jederzeit, also dann, wenn man ein Kabel nachzieht, wieder anbinden und zieht es durch. Nur dann muss man eben halt dann, wenn man das neue Kabel einzieht, noch ein weiteres wieder dann anbinden, damit man Zugdraht hat. Vollkommen aber logisch. Aber das ist eine ganz gängige Technik. Also wer eine Elektrolehre gemacht hat, kennt das. Ja gut, aber nicht jeder hat Elektrolehre gemacht. Nein. Und führt einen Home Recorder, der sagt, ich baue mir eine eigene Regie irgendwo und muss irgendwo einen Kabelkanal legen. Im Endeffekt einen Draht durchziehen, dann kann man immer noch neue Kabel nachziehen. Das ist eine gute Idee. Natürlich, wenn wir ganz traditionell denken, dann sind Kabel, elektrische Kabel, Energieversorgungskabel, Audiokabel und so weiter. Aber hier im Abbey Road Institut geht es ja noch weiter. Ihr habt ja einiges an Kabeln eingespart, indem ihr über Netzwerktechnik zum Beispiel arbeitet. Ja, klar. Wir fahren Hybrid. Wir fahren also einmal mit einem analogen System, also durchaus noch mit Multicore-Kabeln. Das
war mir ganz wichtig, dass wir das auch mit drin haben. Und das andere Konzept ist das, was eigentlich die Live-Kollegen schon sehr lange praktizieren, über ein Netzwerk die Signale, die Audiosignale als digitale Signale zu transportieren, also kurzum mit Ethernet bzw. Cat6 bzw. Cat7-Leitung über RJ45-Steckerverbindungen. Wir benutzen hier im Abbey Road Institute das Dante-Format mit den Focusrite RedNet-Systemen. Und das ist ein System, das erstaunlich gut funktioniert, das sehr stabil läuft. Und wir damit die Möglichkeit haben, über eine spezielle Software, die der Lizenzgeber, in diesem Fall Audionet aus Australien, zur Verfügung stellt, sodass wir über eine Matrix und selbsterkennenden Systemen auch genau wissen, welche Systeme sind installiert, welche sind im Netzwerk angemeldet und können dann über diese Matrix-Funktion im Prinzip Mikrofone auf bestimmte, also senken auf bestimmte Quellen führen. Das ist eine komfortable Sache. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben im großen Aufnahmeraum einen Schlagzeuger, der mikrofoniert ist nach einer üblichen Sache, Bassdrum, Snare, Toms, Becken, Hi-Hat, habe drei Bassdrum-Mikrofone und so weiter, also eine typische Mikrofonierung. Diese Mikrofone liegen auf den AD-Wandlern von Focusrite auf, werden über das Dante-Format transportiert und sind an irgendeiner Stelle des Netzwerksystems über die über die kabelgebundene Systeme, über WLAN funktioniert das nicht, Gott sei Dank, sind die dann verfügbar. Das heißt konkret, wir haben einen Klassenraum, 24 Studenten dort sitzen vor den Apple iMac-System im Netzwerk eingeloggt und alle 24 Studenten können in Pro Tools, in Logic, wie auch immer, diesen Schlagzeuger direkt mit aufnehmen und können daran lernen, wie das funktioniert. Und das ist natürlich fantastisch. Ja, das ist eine. Und es läuft unglaublich stabil und ist wirklich eine tolle Technologie. Die Live-Kollegen, wie gesagt, arbeiten schon sehr lange mit diesem System. In Studios kommt das jetzt gerade so, ja, ist jetzt schon gemacht, auch gerade für Cue-Systeme genutzt. Also das ist schon sehr komfortabel. Wunderbar. Eine letzte Frage noch an euch alle. Ihr seid jetzt im Prozess des Studioaufbaus hier Hälfte? Drei Viertel? Wo würdet ihr? Ja, drei Viertel würde ich schon sagen wollen. Also man kann es vielleicht so sagen, dass der Rohbau sich dem Ende nähert. Und jetzt dann der Innenausbau im Sinn von den Absorbern, den Schreinerausbauten und so weiter, weil also im nächsten Jahr jetzt beginnt. Ja, wir sind ja jetzt quasi Jahresende, ja. Ende des Jahres. Ja. Da bist du dann auch noch dabei, Bernd, was dann den Ausbau betrifft. Wird sich nicht verhindern lassen. Ja, ja. Das heißt, großes Thema Brandschutz, auch darüber muss man sich Gedanken machen. Ja? Weil ich denke mir, gerade wo es viele Zwischenwände gibt, gibt es viele Fehlerquellen für der berühmte Brand in der Wand und so weiter. Das heißt, das muss ja auch berücksichtigt werden. Das ist ja auch ein weiterer Kostenfaktor. Da gibt es Vorschriften dafür, ja, die Kosten manchmal ganz schön in die Höhe schnellen lassen. Hier haben wir etwas Glück, ja, dass wir nur bestimmte Brandabschnitte haben. Aber da ist es auch wieder, das sind alles Vorgabensachen, da kommt man eigentlich gar nicht aus, was auch gut so ist. Ja. Ist meistens mein Part. Ja, es wird dann doch etwas in die Ecke geschoben. Ja. Man muss bestimmte Pläne und solche Sachen machen. Ja. Also man muss die Vorschriften unbedingt, wie Bernd sagt, einhalten. Das betrifft zum Beispiel auch die Wahl der Materialien, die man benutzt. Und das geht auch bei Kabeln los. Nicht? Werden Kabeln zum Beispiel über Brücken geführt oder werden sie im Boden mit eingegossen? Macht man das über Brücken, muss man also bestimmte Brandschutzkabel, die bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, benutzen. Denn im Brandfall kann zum Beispiel ein Kabelmaterial, das verwandt wird, das für den Brandschutz nicht geeignet ist, heiße Tropfen beispielsweise erzeugen und auf flüchtende Personen niederprasseln. Also das ist definitiv mit zu berücksichtigen, so etwas. Und da gibt es aber ganz, ganz klare Vorschriften, die einfach minutiös einzuhalten sind. Also wie ihr seht, der Bau eines Studios mit den ganzen Anforderungen, die hier gestellt werden, erfordert ein hochkompetentes Team an Leuten mit sehr viel Erfahrung. Und das ist nichts, was man eben mal aus der Portokasse bezahlt. Das ist ein intensives finanzielles Ereignis, möchte ich mal sagen. Und es bedarf unglaublich viel Know-how, um das auf gesunde Beine zu stellen. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Eindruck bekommen, wie das hier jetzt im Falle von Abbey Road Institute in Frankfurt vonstatten geht.
Und anhand der Bilder, die wir euch noch reinschneiden werden, werdet ihr noch ein paar Sachen sehen, wie sich das dann genau auswirkt, was für Materialien verwendet werden. Aber wir haben noch ein weiteres Video für euch, in dem wir auch eure Fragen zum Thema Home Recording und Akustik, Raumakustik, eventuell Bauakustik behandeln. Und da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich danke erstmal dem Bernd Meisel für die Zeit und die Einblicke in deinen wirklich interessanten Beruf, in dein tolles Gewerk, was du da hast. Natürlich auch Jochen Veit. Das war sehr interessant, auf was man alles zu achten hat und was für ein unglaubliches logistisches und mathematisches Projekt du da quasi handeln musst. Und Uli, vielen Dank für den Einblick in dieses Projekt. Das ist, glaube ich, selten genug, dass man sowas von Anfang bis Ende mal ein bisschen begleiten kann. In diesem Sinne, vielen Dank. Das war's soweit. Mein Name ist Marc Weisenberger und wir sehen uns wieder auf Delamar. Das ist der Wandaufbau von einer typischen Trennung zwischen zwei Räumen. Das ist die Trennwand selbst. Das ist die Raum-in-Raum-Konstruktion von dem einen Raum. Und das ist die Raum-in-Raum-Konstruktion von dem zweiten Raum. Und wir haben dazwischen Luft- und Glaswolle, wenn ich das nicht durchsteigen wolle. Ja, die Hohlräume zwischen den Gipskartonplatten sind hier natürlich hohlraumbedämpft mit Dämmstoff, Mineralwolle. Und das gilt natürlich auch für die Vorsatzschalen. Gut, wenn ich einen Kabelkanal ziehe, warum jage ich den nicht einfach direkt durch die Wand, sondern muss den unter der Wand durch den Boden ziehen? Genauso wie wir es hier beispielsweise sehen. Ja, der Grund ist der, dass wir natürlich unsere Isolationsmaße behalten wollen und dann fangen wir nicht einfach an und zerstören im Prinzip wieder die Wand und machen uns das kaputt, was wir aufgebaut haben. Das heißt, wir legen das auf der Rohdecke auf in diesem Fall und gehen den Boden entlang, um möglichst eben halt eine gute Dämmung weiterhin zu halten. Ja, hier haben wir ein typisches Federelement, an dem die Decken hängen, also sprich die abgehängten Gipskartondecken. Und die werden von der Belastung her so gerechnet, dass die Feder und die Masse, die da unten dran hängt, dieses System ist ungefähr abgestimmt auf 2,5 Hertz. Tja, und wenn man nach oben schaut, dann sieht man das sehr schön. Die Federhänger sind in die Decke gedübelt mit speziellen Dübeln. Und an diesen Federhängern hängt unten die Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten. Da kommt jetzt noch der Dämmstoff dazwischen und später die Platten. Die Gipskartonplatten. Wir haben hier jetzt einen nicht freischwebenden Boden, wie würdest du es nennen? Das ist ein schwimmender Estrich, ein spezieller schwimmender Estrich. Okay, und ist wie aufgebaut? Der unterscheidet sich von normalen schwimmenden Estrichen. Das hier unten, das ist quasi nur ein Abstandshalter, um die Böden aneinander anzugleichen. Das hier ist das Elastomer. Das ist eine verlorene Schalung, denn die liegt hier, das Elastomer liegt nur in Streifen. Und auf diesen Sandkasten, der hier oben gebaut wird, kommt im Endeffekt eine Folie und dort wird dann 100 mm Zementestrich eingegossen. 10 cm? Ja, 10 cm. Wir brauchen die Masse, das ist eigentlich so fast schon das Minimum. Also hier oben, das ist die Lüftungsanlage, da kann man zum Beispiel einen Rohrschalldämpfer sehen. Das ist ein Schalldämpfer in einer Kette von Schalldämpfern. Hier bei der Wanddurchführung, diese Schalldämpfer haben die Aufgabe, zum einen den Lärm der Ventilatoren wegzubekommen, zum zweiten die Übertragung des Schalls über die Rohre von Raum zu verhindern und zum dritten die Schalldämmung der Wände aufrechtzuerhalten. Sieht eigentlich aus wie ein Endtopf bei Auto. Ist er im Prinzip auch das gleiche fast. Es gibt unterschiedliche Schalldämpfer, das ist ein typischer Rohrschalldämpfer. Da ist im Endeffekt ein absorptives Material an dem dicken Rand untergebracht. Es gibt dann noch sogenannte Kulissenschalldämpfer. Kulissenschalldämpfer sind eher für tiefe Frequenzen, die sind in dieser Kette auch an einer anderen Stelle. Hier der ist eher ein Rohrschalldämpfer, ist eher bei mittleren und hohen Frequenzen gut wirksam. Hier kann man einen Schalldämpfer sehen. Und wie du sagst, wird der Schall hier drin gebrochen, wie bei einem
Wie bei einem Endtopf vom Auto. Sieht fast genau gleich aus. Es ist tatsächlich mehr oder weniger ein gleiches Prinzip. Und diese beiden Schalldämpfer unterscheiden sich grundsätzlich nicht so wahnsinnig. Er wird nicht gebrochen, er wird einfach absorbiert. Ja. Mhm. Man kann sehen, dass hier die Luft durchführt und Schall, der kann hier, jetzt bin ich tatsächlich im Licht, trifft hier sozusagen auf den geschützten Absorber. Das hier ist der Absorber, hier in diesem äußeren Teil ist der versteckt. Und es gibt welche mit dünnerer Packung und welche mit dickerer Packung. Je dicker die Packung, desto weiter hinab zu tiefen Frequenzen ist er tatsächlich wirksam. Hier kann man die doppelte Zarge sehen zwischen dem Aufnahmeraum, dem großen Aufnahmeraum und dem Flur. Jetzt natürlich in Rohfassung, das ist quasi wieder die Zarge mit der schweren Tür, die Hauptwand, und das ist die Vorsatzschale mit ihrer eigenen Zarge. Wir werden also zwei Türen haben, die kurz hintereinander sind. Man sieht hier sehr schön auch die Trennfuge wieder. Normalerweise versuche ich sowas zu vermeiden. Ich versuche normalerweise immer eine Tür zu bringen, dann einen Gang zu haben und dann eine weitere Tür zu haben. Da ist die Schalldämmung sehr viel höher. Ich kann die Türen besser schließen. Wegen dieser gepressten Luft zwischen den Türen lässt sich immer eine ein bisschen schwer schließen. Aber hier haben wir nicht genügend Platz für zusätzliche Soundlocks, sagen wir dazu. Deswegen haben wir hier diese zwei Zargen in unmittelbarer Nähe hintereinander. Tja, das ist eines von diesen Umluftkühlgeräten. Das heißt, hier wird die Luft angesaugt und wird über einen Wärmetauscher gezogen, der über die Kältemittelleitungen hier an dem Außengerät angeschlossen ist und bläst nach oben dann wieder aus. Der wird später verbaut und hat quasi noch ein schalldämpfendes Element unten beim Einsaug und oben beim Ausblas, sodass die dann am Schluss leise genug sind. Und wo kommt die Luft dann de facto raus? Aus diesem Element oben. Oben ist dann ein Schlitz in der Wand, oder? Das sieht dann hinterher aus wie ein Akustikelement, wie ein großes Akustikelement, das eine Öffnung hat. Und da fällt dann die Luft wieder gekühlt und leise raus. Auch hier hochmotorisiert, damit man sie niedrig fahren kann. Genau, also das ist das Gerät ist leicht überdimensioniert, damit am Schluss im Betrieb ich nicht auf Stufe 5 laufen muss, sondern eben auf Stufe 2 oder Stufe 3 fahren kann.